So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier heute draußen und zwar müssen wir leider heute dieses Auto zerlegen. Ihr erinnert euch, Limo 1.0, leider letztes Jahr kurz vor Weihnachten abgebrannt. Ja, irgendwie muss es mit diesem Auto ja weitergehen. Wir haben da auch schon einen genauen Plan. Das heißt, dieses Auto wird auf jeden Fall so hergerichtet, dass ihr euch das alle nochmal angucken könnt. Und ich persönlich auch so einen Punkt habe, wo ich immer das Auto nochmal angucken kann. Das Problem ist, jeder, der von euch schon mal ein abgebranntes Auto gesehen und vor allen Dingen gerochen hat, das stinkt leider wirklich bestialisch. Als wir gerade die Plane hier runtergezogen haben, das ist wirklich, also so egal, selbst noch nicht mal draußen könnte man das so stehen lassen. Ne? Nee, das stimmt. Also selbst draußen könntest du das Ding da so noch nicht mal stehen lassen, weil der Geruch ist wirklich krass. So, das ist ein Punkt. Das heißt, wir müssen das Auto eh schon mal zerlegen, um es halt, ich sag jetzt mal, zu entkeimen, dass es einen Zustand erreicht, wie man es ausstellen kann. Ja. So, zweiter Punkt ist, da wir ja mit Limo 2.0 mittlerweile so weit sind, dass das Auto gerade beim Lackieren ist, müssen wir da natürlich mit der Technik langsam anfangen. Zum Glück haben wir dieses Jahr jetzt nicht mehr so den Zeitstress, weil eigentlich hätten wir das Auto gerne bis zum Wörthersee oder PS-Days fertig gehabt. Viele von euch haben ja schon immer vermutet Wörthersee. Ja, Wörthersee abgesagt, PS-Days abgesagt, somit eigentlich kein Zeitstress mehr. Ein Jahr Zeit. So, das heißt aber wiederum, dass wir jetzt nämlich dieses Auto umso besonderer für euch fertig machen. Und ich kann euch sagen, das wird wirklich, das wird gut. Hoffentlich. Nee, das wird wirklich, wir haben da so eine Idee. Nicht ganz alleine, sind noch ein paar andere daran beteiligt. Das wird, also ich freue mich drauf. Das wird auf jeden Fall ein, ich sag mal, würdiges Ende dafür. So, ne? So, jetzt kommt der zweite Punkt. Viele haben ja immer gefragt, wie es mit dem Auto weitergeht. Natürlich müssen wir es zerlegen, um überhaupt einmal zu gucken, was ist alles kaputt, was ist noch brauchbar, was ist passiert und so weiter. Und dafür muss es halt zerlegt werden. Man kann leider relativ schnell sehen, viel zu gebrauchen wird da nicht mehr sein. Ja. Weil wir haben eben gerade schon mal hier die Hinterachse ausgezogen. Und selbst da das Differential hinten, was jetzt hier so aufgeplatzt aussieht, selbst das ist so heiß geworden, dass selbst das Gehäuse von dem Diff geschmolzen ist. Teilweise sind Sachen einfach weg, die es gar nicht mehr gibt. So wie hier. Guck mal, René. Das hier ist der Rest von dem Handbremssattel, der hier mal saß. Gibt es einfach gar nicht mehr. Also da sind wirklich so viele Teile an dem Auto einfach weg, dass ich wirklich mal gespannt bin, ob man überhaupt noch was gebrauchen kann. Ich auch. Traurigerweise könnte man sagen, das kann so 1:1 in eine Tonne. Ne? Ja, auf gar keinen Fall. Aber das kommt da natürlich wieder dran. Aber halt in einem Zustand, wie es... Ich hatte ja gehofft, ich kann mir die Felge in so einen Glaskasten ins Wohnzimmer stellen, aber ja, brauchst du leider selber. Nee, das brauchen wir leider. Das wird auch alles, so, das wird, ich formuliere es mal so, es wird gerettet. Nee, so, ist auch gut so, finde ich gut. Verwendet werden definitiv nicht, aber es wird auf jeden Fall was Cooles mit passieren. So, Tom guckt schon, was er so alles neu schweißen muss. Was er für sein Auto brauchen kann noch. So, aber das beste Highlight zeige ich euch mal. Guckt euch mal an, wie hier die beiden E3L Benzinpumpen einfach noch so in dem Rest vom Tank stehen. Weiß ich noch, das war vor 10 Jahren, wie lange ich daran so überlegt habe, wie ich diese beiden Pumpen da in den Tank reinkriege, und jetzt stehen sie ja einfach drin. Oh. Ja, Karosse definitiv irreparabel Schrott, brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn ihr euch das alles so anguckt, das Ding ist so heiß geworden, das wäre verschenkte Mühen, da jetzt noch versuchen, diese Karosse zu retten. Ne? Zumindest auf die nächsten 5 Jahre gesehen. Was allerdings extrem cool ist, deswegen freuen wir uns auch drauf, so dieses Auto so herzurichten. Es gibt tatsächlich manche Teile an dem Auto, die man sofort wiedererkennt. Das heißt, ihr werdet die, wenn ihr die Teile auch seht, auch sofort wiedererkennen. Das heißt, man kann das schon richtig cool zurecht machen. So halt solche Sachen wie das Y-Ohr, wo halt einfach jeglicher Harz aus dem Carbongewebe raus ist. Airbag, die Reste vom Fahrer-Airbag. Diese Dreiecke hier drunter. Von den Motorabdeckungen hier extrem geil, mein Luftfilter. Zumindest, wenn man das so nennen kann. War der überhaupt mal mehr? Nee, das war wirklich, das war der Luftfilter. Das war der Luftfilter, und hier so die typischen Carbon-Interieurleisten, wo halt kein Carbon mehr jetzt da ist. Ladeluft, Kühler, Servobehälter. Sowas hier auch extrem cool. Von der Rücksitzbank einfach nur noch das Drahtgestell. Und das finde ich auch geil. Das ist tatsächlich mal eine Heckklappe gewesen. Das hier sind nur noch die Scharniere und das war mal die Heckklappe. Das ist dann immer nur so ein Bündel. Ja. Ihr seht jetzt gerade diese Fasern da durch die Luft gehen. Keine Angst, wir haben bis eben gerade so einen weißen Anzug angehabt. Und wie nennt man diese Masken? Oh, kann ich leider gar nicht sagen. Hatte Artium uns extra empfohlen, ihr müsst, wenn ihr das Ganze zerlegt, wegen dem ganzen Carbon so eine spezielle Maske aufsetzen. Das haben wir auch tatsächlich gemacht. Ja. Aber wenn ich die jetzt im Videodreh auf hätte, versteht uns keiner. Wird es kein Video geben, ne? Ja, krasse Nummer. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir alles... Diese ganze Kiste ist eigentlich voll mit Carbon und Zeugs, was wir alles aus dem Innenraum geholt haben. Das Löschmittel plus der Teppich hat einfach eine Masse ergeben, die dann da unten drin lag, ne? Dass wir uns hier wirklich komplett durchgekämpft haben. Das war wirklich mehr oder weniger alles so... Ja, jetzt ist das Ganze schon mal so einigermaßen... Man sieht Blech. So einigermaßen. Oh, das war der Kettstein. Ah, guck mal hier. Der war aus Edelstahl. Das waren noch die Zeiten, wo wir noch keinen Alu gebaut haben. Den kennst du noch gar nicht, ne? Ja, also ich habe optisch unterm Auto, ne? Ja. Der hing so unterm Auto und das war... Ja. Hier extra noch Aussparung für Kardanwelle damals reingemacht. Das war Catchtank für den Catchtank. So, das heißt, ein Catchtank vorne gehabt. Die Gase, die aus diesem Catchtank rauskamen, sind dann noch hier reingegangen. Hier sind Bleche drin. Und wenn dann noch was über war, kam es hinten wieder raus. Vor allem den kann man tatsächlich nochmal wieder nehmen. Ne? Ja. So ein Teil, was leider nicht am Ende an diesem Auto sein wird. Das wird nämlich am nächsten Auto sein. Das ist dieser Auspuff. Das ist dieser Auspuff. Der muss leider entlackt und entrostet werden. Weil dieser Auspuff war mehr oder weniger seit dem ersten Tag drunter. Ich fand, es war einer der schönst klingsten V6-Auspuffanlagen. Mhm. Jeder, der das Auto so am Wörthersee oder so mal gehört hat, der war einfach so tierisch dumpf, gerade so bei 4000 Umdrehungen. Der ist jetzt natürlich leer. Das heißt, der wird auf jeden Fall, so wie er ist, zu Herrn Schwan gehen. Entlackungsfabrik. Wobei wir sollten, glaube ich, erst öffnen, die Wolle raus, oder? Ja, wir sollten ihn, stimmt, gut, dass du sagst, nee, wir sollten ihn auf jeden Fall öffnen, dass er ihn auch von innen vernünftig... Mhm. Also die Schweißen halt aufschleifen und auseinanderziehen. Ja, das wird nicht gehen, weil der auch innen zusammen ist. Ich würde eine Hammerhart einfach aufmachen. Mhm. Ich würde eine Hammerhart aufmachen, dann ins Bad, dass der wieder rauskommt. Dann schleifen wir den schön, dann stopfen wir ihn wieder schön. Dann schweißen wir ihn wieder schön. Wir. Wobei, das ist ja was du schon zweimal gemacht hattest, ne? Du hast ihn ja schon, genau, nochmal. Der war schon ein paar Mal auf. Und der Mittelschleifer war doch mal leer, oder? Ja, der ist nach einem Jahr einmal leer gewesen. Und dann möchte ich den unbedingt an dem neuen Auto einfach wieder haben, ne? Schade. Sonst hätte ich ihn angebaut. nee, der musste leider... Klanglich war das wirklich eine 1. Das war wirklich so, das war so dumpf. Und das wäre auch einfach die Auspuffanlage. Es wird am Ende, wäre es wahrscheinlich weniger Aufwand, einen neuen Auspuff zu bauen. Mhm. Aber das Ding hat es verdient, den auf jeden Fall nochmal zu richten. Ja, sonst so brauche ich euch nichts vormachen. Achse, Fahrwerk, Antriebswellen, das war ja alles spezial. Das ist natürlich alles Tonne. Das kann man natürlich alles vergessen. Bremse, das ganze, ja, Gewindefahrwerk. Genau, hier die Reste von dem Alufahrwerk. Das ist natürlich alles weg. So, jetzt haben wir natürlich noch die Hoffnung, dass sich in dem Bereich hier noch was zu holen gibt. Zu holen gibt heißt jetzt nicht, dass wir unbedingt diese Teile haben wollen, aber solche Sachen wie zum Beispiel Nockenwellen, die wir ja mit Björn damals gebaut haben. Ich behaupte mal, wenn wir die versuchen würden nochmal zu kriegen, wird das garantiert 4 Monate dauern. So viel Zeit haben wir gar nicht. Kupplung. Hoffe ich einfach mal, dass die heile ist. Getriebe. Wird natürlich von außen das Gehäuse auch platt sein, aber der Radsatz da drin und so. Ich hoffe, dass das alles, gerade weil Öl drin war, das kühlt natürlich in dem Moment auch noch okay ist. Sonst an dem Motor... Ansaugbrücke hoffentlich vielleicht. Ja, genau, Ansaugbrücke. Theoretisch dieses Y-Rohr, ne? Wobei das schon immer aus Alu wolltest, ne? Das, genau, das ist ja noch Edelstahl. Ne? Das ist Edelstahl, das werden wir definitiv teilweise so lassen, aber ich hoffe, dass es so ein paar Teile gibt, die man brauchen kann. Und wir müssen natürlich, wenn der Motor raus ist, fahren wir damit natürlich zu Björn und gucken uns den Motor an und zerlegen den und gucken mal, was genau da passiert war. Und was davon noch zu retten ist, ne? Sowas ist halt auch krass, ne? Das war der Ölkühler. Das war der Ölkühler, genau, ja. Ich habe natürlich die Hoffnung, dadurch, dass der Zahnriemen noch drauf ist, komplett, dass das köpfemäßig vielleicht gar nicht so ein Salat ist, ne? Ganz oft bei solchen Sachen passiert es ja, dass der Motor noch läuft, der Zahnriemen kaputt geht. Das heißt natürlich einmal alle Ventile krumm. Hier ist der Zahnriemen definitiv noch drauf. Deswegen... Vielleicht kann man da noch ein paar Sachen verwerten. Aber ich glaube, solche Sachen wie hier den Fluiddamper und so, da braucht man sich nichts vormachen. Das ist kaputt, denke ich auch. Das ist definitiv im Argen. Mhm. Mhm. Ja, manche Sachen sind krass, sowas wie hier. Das ist einfach weggeschmolzen hier, die Querlenker. Das ist alles komplett weg. Hier sieht man, wenn du von hier reinleuchtest, René, wir werden zwar eh gleich ausgebaut sehen, aber hier sieht man, was ich gerade noch dran gebaut hatte, die Druckdosen mit Ober- und Unterkammersteuerung. Das sieht jetzt hier so aus, als wenn man da problemlos einfach rankommen würde. Tut man aber eigentlich nicht. Ja, so, lange Rede. Irgendwas muss ja passieren. Das heißt, wir bauen jetzt den Motor aus. Mit Achse komplett. Dann ist die Karosse eigentlich fast blank. Das heißt, dann kann man die reinigen. Und dann geht's weiter. Das ist auch witzig. Kabelbaum, Motor, komplett der Plastikkasten drumherum. Alles weg. Aber da drin das Steuergerät sieht tatsächlich so aus, als wenn das noch... Also braucht man sich nichts vormachen, das wird unmöglich noch heile sein, ne? Ja, aber den Chip sollten wir rausnehmen, dass einer in Afrika dann mit deiner Software mit 3 Bar durch die Gegend fährt. Nee, aber ist dann doch krass, wie dann es doch so unterschiedlich warm geworden ist. Am meisten traue ich ja dem Ding hier zu. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir meine Krake an Kurbelgehäuse, Entlüftung. Ja, die muss... Ah, das Problem ist... Ja, die darfst du nun nicht mal angucken eigentlich. Die kann man wirklich gerade mal so angucken. Ja, Einspritzgalerie, Edelstahl könnte man sich auch nochmal angucken, ne? Dass ob die nicht heile geblieben ist. Aber viel mehr wird das nicht sein. Was ich halt auch krass finde, ist sowas. Ansaugung, Alu, fehlt einfach mal die Hälfte vom Rohr unten, ne? Da bin ich aber gespannt, wie die Turbos da drin aussehen. Also die Isolierung hier auf den Krümmern sieht ja noch eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, als allererstes jetzt Achse, Motor aus. Wenn's geht. Wenn's geht. Ja, war so eine richtige Geburt, das Ding hier natürlich rauszukriegen, aber das war ja schon irgendwie klar, ne? Ja, hatten wir schon drauf eigentlich. Weil es ist halt, jede Schraube ist durch dieses Löschmittel jetzt natürlich so richtig rostig, ne? Und man wirkt überall dran rum und fertig, ne? Das Gute auf jeden Fall ist, es sieht so aus, als wären Turbos und Krümmer, ich will jetzt nicht sagen wie neu, das wäre eher so diese typische Ebay-Beschreibung wieder. Verkaufe RS4 Turbos, 80 gelaufen. Nein, wenn man hier so guckt, natürlich ist das jetzt alles hier korrodiert, dreckig, da hängt überall Zeugs drin und so weiter. Aber, hier guck, jetzt kommt nämlich der spannende Moment. Ich kann nämlich das Rohr einfach rausziehen. Oh. Okay, also da ist irgendwas drin. Da ist auf jeden Fall das Löschwasser bis hier hinten hingekommen. Aber Alter, da lässt sich nur drehen. Ja. Ja, da darf die Firma TTE dann mal zerlegen. Die dürfen auf jeden Fall ihren schönen Schliff hier wieder rausholen, weil selbst den erkennt man nicht mehr. Nein, also man kann sagen, alles an dem Motor, was Gummi oder Alu hat, eigentlich alles Tonne. Kannst du alles vergessen. Ne? Ja, wo ich guter Dinge bin, ist Krümmer, Isolation ab, neu thermoisolieren, Turbolader einmal zu TTE, einmal frisch machen. Dann kann man das mit Glück auf jeden Fall noch retten. Pipes genau das gleiche wie Auspuff. Ne? Vielleicht die Flexrohre mal angucken, weil der Auspuff jetzt natürlich so krass hing. Aber ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was von nehmen. Antriebsframe würde ich persönlich definitiv nicht mehr nehmen. Weil wer weiß, wie heiß die dann geworden sind und so. Und krass ist halt, was hier hinten so alles, was hier hinten so geht, ne? Guck mal, was hier so alles liegt. Aber was halt witzig ist, halt jede Gummibuchse ist halt alles weg hier. Das war meine Entlüftung vom, der saß hier so. Das ist halt alles weg. Hier die Zusatzwasserpumpe. Ich will ja jetzt nicht zu viel daran rumwürgen, weil das würde ich gerne wieder mit der Maske machen. Ne? Was halt echt krass ist, wenn wir uns überlegen, wie viele Stunden wir diesen Kabelbaum alleine von dem Kencheck-Display gebaut haben, um solche Werte wie das hier, Druck im Krümmer, zu erfassen. Und es leider nicht ein einziges Mal testen konnten. Ne? Naja. Aber was soll's. Ja, hier ist Baustelle. Das kommt jetzt als nächstes. Für heute ist hier jetzt erstmal Feierabend. Aber ich denke schon, dass so in den Köpfen eventuell Ventile, Nockenwellen, so, das will ich mir schon mal angucken alles. Genau, das ist so, der nächste Step. Nächster Step ist, wir setzen uns Masken auf. Natürlich nicht mehr heute, weil ihr seht, hier ist gleich Sonnenuntergang. Vielleicht so ein Kercher einmal rüber, ja, dass das erstmal einmal alles so weg ist. Wobei wir wollten ja, nee, Kercher geht nicht, wir wollten ja so ein paar Sachen sichern. Ja. Wir müssen das leider vorsichtig abbauen, dass wir das so grob wiederherstellen können. Und dann müssen wir definitiv Brücke runter, Köpfe runter, Getriebe ab, Kupplung gucken. Ja. Ja, Schaltung und so, vieles kann halt direkt im Müll, weil man es eh nicht sieht. Aber ja, so viel zum Thema RS4 Limo 1.0. Sie lebt immerhin noch so weit und wir halten euch auf dem Laufenden und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!